Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten oder geistigen Durchfälle. Eine neue Terrain, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja, meine lieben schönen Menschen, heute mal mit einer Video-Reaction. Und zwar schauen wir uns heute einen Beitrag aus der Sendung ORF Wien heute an. Und zwar ist es die Sendung vom 15. April diesen Jahres. Und dieser Beitrag, den wir heute reacten werden, trägt den Titel Jobplattform für Menschen mit Autismus oder ADHS, die ich auf YouTube mit Jobplattform für Menschen im Autismus und oder ADHS-Spektrum umgeändert habe. Und warum habe ich das Ganze mit und mit dazu genommen? Ganz einfach, weil es mittlerweile Menschen im ADHS-Spektrum gibt. Ja, ADHS steht ja bekanntlich für Autismus und ADHS, wenn man beides zusammenwürfelt. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns diesen Beitrag an, der 2 Minuten und 39 Sekunden gehen soll. Mal gucken, was wir da besprechen werden. Abfahrt! Autismus und Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Autismus fängt ja schon mal sehr gut an. Gleich beim ersten Wort. Aber gut, scheint wahrscheinlich wienerisch zu sein, deswegen kann man das ja auch verzeihen. Und das Studio von den ORF-Sendungen, ne? Die ja mit heute enden. Die ähneln sich wirklich stark. Schaut euch lieber die Reactions über die ORF-Sendung an, da wisst ihr auch, was ich meinte. Und machen wir weiter. Kurz ADHS. Das sind Veranlagungen, die das Leben nicht leicht machen. Aber Betroffene haben mitunter auch Stärken, die im Beruf nützlich sein können. In Wien hat eine Frau mit ADHS eine Jobvermittlung gegründet, speziell für Personen mit Autismus oder ADHS. Nicola Carazza war heute dort. Eine spezielle Jobvermittlung? Wäre ich bloß dorthin gekommen, aber... Na gut, da müsste ich ja von Deutschland nach Österreich ziehen und da wäre die Umstellung... Oh... Da wäre die Umstellung, würde mir richtig schwer fallen. Und da müsste ich unter anderem auch meinen Handyanbieter auch wechseln, weil diesen bestimmten Laden in Österreich nicht gibt. Und ja, die Umstellung wäre groß gewesen. Neue Handynummer und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich meine Handynummer aus Deutschland nach Österreich mitnehmen kann? Ich glaube, das ist nicht möglich, oder? Nur mit dem Unterschied, dass sich dann die Vorwahl nur da ändern wird. Aber okay, ist jetzt erstmal nicht das Thema. Bleiben wir beim Video. Anna Marton ist eine Unternehmerin, die ADHS hat und man merkt ihr das auch an. Sie ist ständig in Bewegung, spricht viel und schnell. Beruflich hilft ihr aber die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, sagt sie. Das ADHS-Gehirn hat zwei Neurotransmitter zu wenig, das ist Noradrenalin und Dopamin. Und wenn es um Stress geht, also um Probleme geht, wird meistens Adrenalin freigesetzt. Die durchschnittlichen Menschen werden da eher so... verstarren in dem Moment. Adrenalin. Ich bekäme Adrenalin, wenn ich schon das Wort Störung hier hören muss. Weiter geht's. Bei uns funktioniert das Gehirn endlich auf geradeaus, auf stringentes Denken und rennt los. Konzentration ist nicht ihre Stärke, dafür umso mehr die Stärke vieler Mitarbeiter. Ein Team von Autisten arbeitet hier bei Amazing 15 Aufträge von Firmen ab. Ein Groß-
Ja, also wenn ich mir das Umfeld hier so angucke. Ah. Wieder mal zum Thema IT-Branche, ne? Nochmal, wir Menschen im Autismus-Spektrum sind nicht nur in der IT-Branche zu Hause, sondern auch in anderen Berufen. Auch in der Lagerbranche. Weiter geht's. Der Kunde von uns, ein Pharmaunternehmen aus Österreich, hat im Zuge der Digitalisierung 230.000 Personalakte zu digitalisieren und zu bearbeiten gehabt und das haben sie ausgelagert an uns. Und das haben wir mit unserem Team in einer Geschwindigkeit und Genauigkeit abgearbeitet, dass es schneller war, als der Kunde eigentlich nachgekommen ist mit Daten nachliefern. Anna Marton und Christian Lindenthal vermitteln neurodivergenten Personen auch Jobs. 350 habe man schon an Firmen vermittelt, die sich unter anderem die Stärken von Autisten zunutze machen. Präzision bis hin zu fotografischem Gedächtnis. Barfuß zur Arbeit. Na gut, bei den sauberen Fußboden hier würde ich auch meine Socken auslassen. Also ist doch legitim, bei einem sauberen Teppich auch mal barfuß hier arbeiten zu können. Weiter geht's. Normalerweise, wenn ich einen Text lese, habe ich hinterher alle Tippfehler gefunden oder die meisten davon, auch wenn ich sie nicht gesucht habe, einfach nur, weil ich den normalen Text gelesen habe. Martin Ein. Bei den Reactions auf Kanal Autismus habe ich da auch Rechtschreibfehler gefunden, die halt da angesetzt waren, wo ich sie nicht erwartet hätte. Deswegen reagiere ich da auch spontan darüber. Wie zum Thema, ja, warum steht das eine Wort da und nicht erst an der Stelle, wo es eigentlich sein sollte? Das macht schon stutzig und irritiert schon quasi demjenigen, der das halt liest, sprich ich, ne? Und da bin ich ja nicht der Einzige. Da bin ich bestimmt nicht der Einzige, dem das auffällt, Leute. Denn wenn ihr zum Beispiel Zeitung liest, sage ich jetzt mal ein grobes Beispiel, da findet ihr auch bestimmt irgendwelche Tippfehler oder Wörterverdrehungen, die euch doch auch stutzig gemacht haben. Aber jetzt zum Video zurück. Das ist eine schöne Straßenfassade. Guckt mal. Ja, also Mülleimer kennt man ja. In Deutschland stehen auch solche Mülleimer mit Streifen darum. Kennt man ja. Die Häuserzeile von der weiten Entfernung. Naja, nicht so altmodisch sind die jetzt nicht. Na gut. München kann ich es mir und in Bayern generell schon vorstellen. Aber auch wenn wir jetzt in Österreich sind. Hier unten scheint es etwas moderner vielleicht zu sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und diese Hausnummern, die ganz großen. Bruder. Wow. Ich meine, warum ist es nicht bei allen Städten so? Weil solche großen Hausnummern da anzubringen. Und da haben wir hier eine schöne gestylte Haustür. Guckt euch das mal an. Wow. Wenn man... Sowas kann man einfach nicht mehr bauen. In dieser Form. Sowas kann man nicht mehr herstellen. Ich bin sprachlos, Leute. Ihr merkt es. Und jetzt, nachdem wir diese schöne Tür analysiert haben, schöner Knauf übrigens, ne? Und ich würde sagen, weiter geht's. Esner hat ADHS. Gemeinsam mit der Pädagogin Michaela Hartl hat er eine Coaching-Firma gegründet, die Menschen mit Autismus oder wie hier bei Magdalena ADHS ein Training anbietet. Das geht in die Richtung, dass wir eben zum einen diese Impulssteuerung auch sehr stark
an der Impulssteuerung arbeiten, indem wir Skills vermitteln. Magdalena hat gelernt, sich einen Zeitplan zu machen, weil sie kein Zeitgefühl hat. Wenn ich das nicht mache, es kann halt sein, dass ich irgendwo hängen bleibe und dass ich dann dementsprechend dann zu spät komme. Zu spät kommen. Also, zu spät zu kommen, ist immer ein Ärgernis. Wenn das versehentlich passiert. Ich meine, darüber ärgert man sich auch, wenn man zu spät kommt. Besonders dann, wenn man zur Arbeit muss. Ist immer schlimm. Aber es gibt ja gleich nicht mehr viel zu besprechen, denn es ist noch ein bisschen wenig noch da. Und ich bin mal jetzt gespannt, was mit diesen Halbkugeln auf sich hat, über die man halt laufen muss. Schöne Socken übrigens. Dürfte ich, glaube ich, auch mal im Sockenbehälter gehabt haben. Und schöner Teppich übrigens. Weiter geht's. Je früher ADHS oder Autismus erkannt werden, umso früher können die Stärken genutzt werden. Genau so ist es. Und damit endet der Beitrag auch schon. Und was soll ich dazu was sagen, Leute? Es ist meines Erachtens ein sehr schöner Beitrag. Und wir haben auch Neues dazu erfahren dürfen. Aber liebes ORF-Team, beziehungsweise die von ORF Wien heute, oder Wien Burgenland heute, und wie sie alle heißen, diese Regionalstudios, tut mir bitte einen Gefallen, allesamt. Wenn ihr schon über Menschen im Autismus-Spektrum beziehungsweise Menschen im ADHS-Spektrum berichtet, denn um die geht es ja letztendlich auch, dann bitte schreibt in eure Videotiteln mal in Zukunft sowas wie jetzt zum Beispiel Jobplattform für Menschen im ADHS-Spektrum. Das wäre richtig. Vielen Dank. Und jetzt mal der Frage an euch. Was haltet ihr zu diesem Beitrag? Schreibt es gerne in die Kommentare eure Meinung, als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und jetzt kommen wir zu den Nachgedanken. Wir lesen mittlerweile zum 10. Mal aus dem Buch von Henrike Zimmermann. Am liebsten bin ich Little One. Mein Leben mit Autismus. Wer keine Reue zeigte, waren meine Mitschüler. Obwohl ihnen in einem Winkel ihres Herzens bewusst gewesen sein muss, dass sie sich mir gegenüber falsch verhielten. Treten, spucken. Hänseln, auslachen, verspotten. Ausgrenzen, ignorieren. Beleidigen, bedrohen, einschüchtern. Noch bevor wir die ersten Wörter lesen lernten, beherrschen meine Mitschüler das ABC des Mobbings in Perfektion. Ich litt, aber ich hatte keine Ahnung, was ich dagegen tun sollte. Dabei war es nicht so, dass ich nicht gewusst hätte, wie man Menschen um Hilfe bittet. Bevor ich in die Schule kam, beherrschte ich diese Kunst noch recht gut. Ich sagte, was ich wollte, und bekam es meist. Im Lauf der ersten Schulklasse aber hörte ich damit auf. Und das lag nicht nur an den Kindern. Ich denke, der wahre Grund dafür, dass ich kapitulierte, waren die Lehrer. Wenn meine Mitschüler mich über den Schulhof hetzten und unter Androhung von Schlägen und Beschimpfungen jagten, versuchte ich panisch, eine Insel zu finden, eine Boje, um nicht unterzugehen. Die Inseln und Bojen im Meer der Missachtung waren die Lehrer, die Pausenaufsicht hatten. Gleichmäßig verteilt standen sie an den Rändern des Schulhofs und schauten ins Leere. Immer wieder rannte ich zu einem von ihnen und sprach ihn an. Mit gehetzter Stimme erzählte ich ihnen von den Attacken gegen mich und bat um Schutz. Sie waren die einzigen, die mir diesen Schutz hätten bieten können, denn unter den Kindern hatte ich keinen einzigen Verbündeten.
Ich fühlte mich wie eine Aussätzige, die überall verstoßen wurde. Die Lehrer reagierten nicht auf mich, sie taten so, als wäre ich gar nicht da, sagten, ich solle mich nicht so anstellen, oder sie brachten bloß den Spruch, was sich liebt, das neckt sich. Wenig sinnvoll. Ich hatte nicht das Gefühl, dass meine Mitschüler mich liebten. Ich dachte eher an Verachtung, wenn ich ihnen zuhörte, wie sie über mich sprachen. Warum erkannten die Lehrer das nicht? Wollten sie es nicht sehen, oder waren sie wirklich blind dafür? Irgendwann gab ich es auf, zu ihnen zu laufen. Ich begriff, dass meine Inseln und Bojen im Meer versanken, wenn ich versuchte, mich an ihnen festzuklammern. Andere Kinder hätten vielleicht angefangen, sich zu wehren, aber dazu war ich nicht in der Lage. Ich gab es allgemein auf, meine Mitmenschen um Hilfe zu bitten. Wenn ich etwas wollte oder brauchte, sprach ich es nicht mehr aus. Und das bezog sich nicht nur auf die Schule. Wenn ich bei jemandem zu Besuch war und ich gefragt wurde, ob ich Hunger oder Durst hatte, schwieg ich eisern und hielt es aus. Oder ich zeigte darauf, statt es auszusprechen, wie in meinen ersten Lebensjahren. Aus Angst vor Ablehnung machte ich Rückschritte. Auch außerhalb der Schule war es nicht immer einfach. Meine Mutter ging regelmäßig mit mir zum Zahnarzt. Jedes Mal schlug mir das Herz bis zum Hals. Mir wurde schwindelig und schlecht, wenn ich den Behandlungsraum betrat, und die Beine schienen unter mir nachzugeben. Es ging mir gar nicht gut, doch ich wusste nicht, ob man diese Art von Befindlichkeit Angst nannte. Emotionen, die in mir aufstiegen, ob positiv oder negativ, trugen bei mir keine Namen. Sie hießen nicht Angst, Wut, Trauer oder Freude, Liebe, Glück. Sie hießen Herzklopfen, Magengrummeln, Gänsehaut, Übelkeit und so weiter. Ich ging davon aus, dass bei jedem Menschen so ging, wenn er zum Zahnarzt musste. Ich glaubte, dass es normal sei, sich so zu fühlen und dass jeder im Warteraum sich durch diese Beschwerden kämpfen musste. Erst Jahre später, mit der Entdeckung meiner Wahnidentität, begriff ich, dass genau das nicht normal war. Mir wurde bewusst, dass ich, bedingt durch meinen Autismus, an einer Zahnarztphobie litt. Menschen mit Autismus haben meist eine Komorbidität mit Ängsten und Phobien. Bei dem einen sind es Hunde, bei dem anderen laute Geräusche und bei mir war es der Zahnarzt. Das kann zum einen an schlechten Erfahrungen liegen, zum anderen aber auch an Unterschieden in der Wahrnehmung. Ich bin schmerz- und reizüberfindlich, besonders was Berührung angeht. Daher können auch harmlosere Behandlungen beim Arzt und insbesondere Zahnarzt deutlich unangenehmer für mich sein. Als Kind aber wusste ich das nicht und hätte es auch nicht benennen können. Da konnte ich es bloß spüren. Denn auch wenn viele denken, Menschen aus dem autistischen Spektrum hätten keine Gefühle, verhält es sich anders. Ich kannte Schmerz, physischen und seelischen. Gute Nacht.